neigt sich der Unknown Kaijuverse YouTube-Kanal langsam dem Ende zu. Ja, so Nachrichten habe ich wirklich nicht so häufig bekommen, aber dennoch öfter, als ich es wirklich gedacht habe. Und ich dachte mir, wir müssten da mal vielleicht drüber quatschen, was denn aktuell mit dem Kanal wirklich los ist. Hierbei gehe ich auf bestimmte Punkte ein, wie zum Beispiel Gewinnspiele, Videos oder eben auch Livestreams. Und ganz wichtig, ja, es wird sich was auf dem Kanal verändern. Und was das sein wird, das erfährst du jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Lasst mich das Video erstmal so beginnen, dass ich mich vielleicht so ein bisschen dafür rechtfertige, was denn aktuell mit dem Kanal los ist. Denn ja, ihr habt es nicht umsonst bemerkt, es stimmt aktuell was nicht. Hier kann ich schon mal ganz kurz den Bogen so ein bisschen entspannen. Es ist nichts Schlimmes, tatsächlich. Nur wie einige von euch oder vielleicht sogar die meisten von euch inzwischen wissen, haben meine Freundin und ich uns den Traum vom Eigenheim erfüllt. Ja, wir haben uns ein Haus gekauft. Und das sorgt natürlich dafür, dass hier und da immer mal wieder ein bisschen Zeit beansprucht wird. Das soll keine Ausrede sein, ist wahrscheinlich auch gar nicht der Grund dafür, dass der Kanal aktuell so ein bisschen nach hinten gesetzt wurde. Nein, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das Ganze meine eigene Schuld. Ich habe mir in den letzten 2 Jahren, solange ich jetzt YouTube mache, sind schon 2 Jahre, knapp 2 Jahre auf jeden Fall, habe ich immer wieder angefangen, mich in diesen Trott der Ankündigungen reinzubegeben. Das heißt, das habt ihr auch schon gemerkt, ihr habt es nur immer sehr stark toleriert. Ich kündige ständig irgendwelche Sachen an, die jetzt aktuell laufen sollen, und dann passiert es dann irgendwie halt doch nicht. Das mache ich nicht, weil ich es vergesse. Das mache ich auch nicht, weil ich jetzt bösartig bin und mir denke, ey, ich trolle jetzt einfach mal die gesamten Zuschauer. Nein, ich bekomme es nicht wirklich hin, so eine richtige Struktur in diesen Kanal mit reinzubringen. Das heißt, ich habe hier und da immer wieder versucht, bestimmte Sachen zu verändern. Als aktuellstes Beispiel, ich wollte mehr Livestreams reinbringen, dadurch sollten aber eigentlich die Videos nicht leiden. Wie ihr jetzt wahrscheinlich wisst, ist genau das passiert. Sogar noch schlimmer, es haben sowohl die Livestreams als auch die Videos drunter gelitten. Also es war einfach in beiden Sinnen oder in beider Hinsicht her ein riesen Misserfolg gewesen, das Ganze so aufzuziehen. Das Schlimmste bei der ganzen Nummer ist für mich zumindest, dass die Gewinnspiele darunter leiden. Ja, wir haben jetzt aktuell ein neues Gewinnspiel gemacht, wo ihr die Karten gewinnen konntet. Und da habe ich ja gesagt, jede Einsendung hat so ein Kartenpaket gewonnen. Das stimmt auch immer noch. Ich habe sogar auch schon die ersten Pakete weggeschickt zu euch, aber eben immer noch nicht alle. Das ist so eine Sache, dafür kalkuliere ich mich sehr häufig, dass ich mir eben denke, okay, so ein Gewinnspiel machst du ja ruckzuck, wird dann eben abgearbeitet. Dasselbe habt ihr auch schon mal bei dem Weihnachtsgewinnspiel mitbekommen. Und dann am Ende stehe ich dann da und merke, ach Mist, das dauert doch ein bisschen länger als gedacht. Und diejenigen, die drunter leiden müssen, seid natürlich ihr. Das geht mir persönlich extrem gegen den Strich und ihr seid alle extrem tolerant, vielleicht ein bisschen zu tolerant, dass ihr immer wieder sagt, ach Tobi, komm, alles cool, mach dir da nicht so einen Stress. Ich denke mir, nee, das ist nicht richtig, weil wenn ihr ein Gewinnspiel gewonnen habt, sollt ihr auch eure Gewinne bekommen. Die habt ihr bis jetzt alle bekommen, da könnt ihr mir, glaube ich, gar nicht widersprechen, aber es dauert eben immer ein bisschen. Im Großen und Ganzen will ich einfach nur darauf eingehen, dass der Kanal jetzt ein bisschen mehr Struktur bekommen wird und eben auch, dass das ein oder andere stark wegfallen wird. Ihr werdet schon gemerkt haben, oder die meisten von euch werden schon gemerkt haben, die zumindest auf dem Discord-Server unterwegs sind, auf Discord bin ich so gut wie gar nicht mehr verfügbar. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass ich immer wieder versucht habe, so wenig Social-Media-Plattformen wie möglich zu benutzen, um eben den Content an euch weiterzugeben. Dasselbe wird jetzt auch wieder passieren und ja, jetzt gibt es die kleine Hiobsbotschaft, der Instagram-Account Unknown Kaijuverse wird jetzt erstmal ein bisschen ruhiger werden, beziehungsweise werde ich darauf eben einfach gar nicht mehr aktiv sein. Ich habe diesen Account hauptsächlich dafür benutzt, um bestimmte Sachen anzukündigen, wie Videos, Livestreams oder ähnliches. Und dabei habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, ist gar nicht so zwingend nötig, denn ihr bekommt ja auch über YouTube die Benachrichtigungen, die ihr eben benötigt, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Das heißt, Instagram brauche ich dafür überhaupt nicht. Noch dazu habe ich dann irgendwann angefangen, Bilder vom Fitness zu posten oder auch vom Essen. Und da dachte ich mir halt auch, wen interessiert das denn? Wir sind doch hier auf dem Kanal eigentlich, um das Thema Kaiju und Dinosaurier zu behandeln. Und ganz ehrlich, vielleicht tut es mir auch ein bisschen gut, meine eigene Freizeit zu haben, meinen eigenen Freiraum zu haben und eben nicht andauernd zu denken, oh, das könntest du jetzt aber mal posten. Aus diesem Grund wird Instagram jetzt erstmal zweitläufig werden. Der Kanal wird nicht komplett verschwinden oder gelöscht werden. Nein, aber ich werde darauf so gut wie gar nicht mehr aktiv sein. Irgendwann, eventuell, wenn ich eine gewisse Struktur in das Ganze reingebracht habe, kann man das mal wieder aufnehmen, aber aktuell sehe ich da eben einfach mehr Arbeit drin, als ich eigentlich wirklich
benötigen würde, um Menschen auf meinen Kanal aufmerksam zu machen, wenn ihr versteht, wie ich das Ganze meine. Und ja, ich weiß, wir haben auch ein paar private Nachrichten miteinander geschrieben, sogar mit relativ vielen von euch habe ich privaten Kontakt bekommen durch die ganze Instagram-Nummer. Die wird auch darunter leiden, da will ich euch gar nichts vormachen, denn ich werde maximal vielleicht noch einmal die Woche in Instagram reingucken und da eben auch eure Nachrichten beantworten, so gut ich das Ganze eben kann. Ich versuche mich einfach, so krass es geht, von diesem, du musst ständig irgendwie auf Social Media aktiv sein, Ding so zu entfernen. Und es mag jetzt wie so ein ganz stupides, plumpes Instagram-Influencer-Gejammer rüberkommen, aber es ist eben wirklich so, dass ich zum Teil mit dem Hund nach draußen gehe, stehe mitten im Wald und denke mir einfach, na okay, das könntest du jetzt aber auch mal posten, okay, das könntest du jetzt auch mal reinstellen. Das verfehlt natürlich dann auch so ein bisschen das Ziel, was ich mit der ganzen Nummer hatte, mit YouTube selbstständig sein. Das heißt, diese Auszeiten nehme ich zum Teil auch wirklich, um einfach mir Gedanken darüber zu machen, oh, ein Video könntest du auch mal darüber machen, und das wird jetzt eben nicht mehr der Fall sein. Das heißt, große Ankündigungen für Livestreams und Co. bekommt ihr jetzt nur noch über YouTube selbst. Da habe ich eben den riesen Vorteil, beziehungsweise hat jeder YouTuber da einen riesen Vorteil, dass YouTube eine eigene Kategorie für solche Posts bereitstellt, nennt sich nämlich die YouTube Community Posts. Über diese Posts werde ich weiterhin bestimmte Sachen vorher ankündigen. Jetzt aber auch nicht jeden kleinen Mist, denn da habe ich mir auch selber ein Bein gestellt. Ich kündige viel zu viele Sachen an, die ich dann irgendwie nicht umsetzen kann, und merke halt immer wieder, dass ich da unter einen eigenen Druck gerate. Als Beispiel die Buchbesprechung. Das habe ich dann irgendwie 3 Wochen am Stück nochmal durchgezogen und dann kommen wieder andere Sachen mit rein. Warum das jetzt ganz wichtig ist, dass ich mir persönlich hier mehr Gedanken drüber mache und eine Struktur in diesen Kanal reinbekomme, ist ganz einfach der Fakt, hier geht es um Godzilla und um das Thema Jurassic World oder eben auch Jurassic Park. Was in den nächsten 2 Jahren passieren wird, ist, dass wir vermehrt Content bekommen werden, das heißt Kinofilme oder auch Serien, zum Thema Godzilla und eben auch Jurassic World. Die ganzen Geschichten gehen jetzt weiter und ich muss jetzt eine Struktur da reinbringen, bevor es dann eben komplett eskaliert. Das heißt, der Instagram-Account wird jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit lahmgelegt werden. Ihr könnt die Bilder und alles drum und dran auch weitersehen, aber ich werde jetzt hier nicht mehr jede Kleinigkeit aus meinem Leben posten. Stattdessen kann ich mich dann mehr auf Videos konzentrieren, so wie es auch am Anfang dieses Kanals gewesen ist. Und dann kommen wir doch einfach gerade zum nächsten Thema, Videos auf dem Kanal. Ja, die sind früher fast täglich erschienen, inzwischen kommen die in so ganz komischen 10-Tage-Intervallen, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Auch hier ist der Hintergrund gewesen, dass ich mir gedacht habe, komm, du nimmst dir einfach wesentlich mehr Zeit für bestimmte Videos und dann werden die auch qualitativ besser. Und ich will mich jetzt hier gar nicht irgendwie hervorheben oder niedermachen, aber das ist eben einfach nicht der Fall. Die Qualität der Videos ist gleich geblieben. Der einzige Unterschied ist eben nur, dass ich, wenn ich selber sage, ich mache mehr Videos, mich an einem Tag hinsetze und wirklich ein komplettes Video fertig arbeite. Der Moment, in dem ich mir selber eingeredet habe, ja komm, nimmst du dir ein bisschen mehr Zeit für die Videos, ist der Moment gewesen, in dem ich dann auch wirklich, naja, mir eben Zeit gelassen habe. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie viel mehr ausgearbeitet habe, das heißt nämlich ganz einfach, kurz und knapp, dass ich mal einen Tag lang gar nichts gemacht habe. Ist ja irgendwie auch kompletter Quatsch. Und das habe ich dann irgendwie versucht, mit so ein paar Livestreams zu kompensieren. Die sind super cool angekommen und hier will ich auch ganz ehrlich zu euch sein. Die Livestreams auf YouTube sind nicht ohne Grund so häufig geworden, wie sie eben geworden sind. Livestreams auf YouTube, zumindest war das für mich der Fall gewesen oder ist immer noch für mich der Fall, sind am lukrativsten vom Zeitaufwand und auch vom Umsatz her. Das heißt, ja, du fällst dann relativ schnell in so eine Spirale rein, wo du dir halt irgendwie denkst, ja, okay, machst du halt einen Livestream heute Abend, machst dann eben einfach mal kein Video und trotzdem stimmen dann noch irgendwie die Zahlen. Da habe ich aber irgendwie keinen Bock mehr drauf. Ich liebe die Livestreams mit euch zusammen, ganz ehrlich, aber dieser Kanal oder zumindest ich liebe es, mir Videos auszudenken, die zu schneiden und euch das eben dann zu präsentieren. Die Livestreams machen mir auch unfassbar viel Spaß. Da dürft ihr mich auch wirklich nicht falsch verstehen und die werden auch nicht verschwinden. Aber ich brauche für diese Livestreams einfach auch eine geregelte Zeit. Das heißt, wir legen jetzt hier mit diesem Video fest. Nächste Änderung am Kanal, dass es wesentlich mehr Videos geben wird. Das wird quasi ablaufen wie früher, dass ich dann wirklich auch mehr Videos raushaue, mehr Videos mache, meinen Tag einfach damit verbringe, wirklich die Videos für euch zu produzieren. Das mag sich so anhören, als würde ich mir da so ein bisschen mehr Druck geben, aber ich finde, man sollte diese ganze YouTube-Sache auch nicht überschätzen, denn was ich hier mache, ist einfach mein Hobby, meine Leidenschaft irgendwie zum Beruf. Und ihr könnt mir wirklich glauben, dass auch wenn ich jeden Tag ein Video produziere, ich immer noch wesentlich mehr Freizeit habe, als wenn ich in irgendeiner Firma arbeiten würde. Das Ding ist einfach nur, wenn ich nicht in der Lage bin, mich selbst zu strukturieren und mir dabei so einen Stress mache, dass am Ende wesentlich weniger Produkte rüberkommen oder Videos rüberkommen, aber ich mehr Arbeit habe, ist das ja irgendwie doof. Das heißt, ja, diese ganze Geschichte ist so ein bisschen auf meine Kappe gemünzt. Ich bekomme das noch nicht so ganz geschissen mit der Selbstständigkeit und eben mit dem Selbsteinplan. Deswegen würde es ab jetzt jeden Mittwoch
jeden Mittwoch um 19 Uhr einen Livestream auf YouTube geben. Das ist jetzt festgesetzt. Das wird sich auch erstmal nicht ändern. Ich werde jetzt hier nicht sagen, ja, vielleicht auch mal öfter, was ich immer wieder auch ganz gern gemacht habe. Nein, es wird jeden Mittwoch einen Livestream geben. Auch hier kann es natürlich wieder Unterschiede geben, dass auch mal am Mittwoch kein Livestream kommt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt bald im Urlaub bin, da habe ich mir auch kurz überlegt, ja, sollst du vom Urlaub aus vielleicht irgendwelche Videos aufnehmen oder Livestreams machen? Und nee, ich bin jetzt für mich da zur Erkenntnis gekommen, nein, der Urlaub wird komplett nur Urlaub sein. Da werden Videos für euch vorproduziert werden, die ihr euch eben anschauen könnt, aber mehr dann auch nicht. Ich muss für mich selbst so ein bisschen mehr aus diesem ganzen, du musst ständig online präsent sein, Trott rauskommen. Und ich denke mal, das ist auch nicht allzu verwerflich, weil ihr am Endeffekt werdet das überhaupt nicht so krass merken. Was ihr eben merken werdet, ist, dass ihr eben morgens um 7 nicht irgendwie einen Post von mir seht, wie ich dann die Tür rausmarschiere, boah, ich laufe jetzt ins Training, weil es einfach eigentlich keine Sau interessiert. Seien wir mal ganz ehrlich, ihr lasst dann immer schöne Herzchen und Likes über Instagram da, aber braucht ihr das wirklich? Nein. Was diesen Kanal aber wirklich ausmacht und was der Kanal auch wirklich braucht, ist eben Dino-Content. Jurassic-Content und gerade auch Godzilla-Content. Der hat nämlich ganz stark drunter gelitten unter der ganzen Geschichte und jetzt kommt Godzilla nach und nach wieder in Fahrt. Wir bekommen jetzt einen neuen Godzilla-Toro-Film, der nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Auch da muss mehr Content rein. Das heißt ja, die Videos auf diesem Kanal werden die allererste Priorität haben. Noch vor den Livestreams und eben erst recht vor Instagram. Das ist die nächste Änderung. Das heißt, je mehr Jurassic und Godzilla-Content jetzt kommt in Sachen Serien und Filme, umso öfter könnte es auch passieren, dass bestimmte Livestreams darunter leiden werden, aber dann zum Gute der Videos. Die Videos auf diesem Kanal werden die allerhöchste Priorität haben. Eine weitere Ankündigung, die ich auch nicht einhalten konnte, war für alle Kanalmitglieder, die sich ja inzwischen auch immer wieder vermehren. Ihr habt gewisse Vorteile. Ja, ich lade immer wieder bereits hochgeladene Videos nochmal auch für Kanalmitglieder exklusiv hoch, wo ich dann den Sound verbessert habe, die Auflösung verbessert habe und eben ihr alles ohne Werbung schauen könnt. Hier und da habt ihr auch mal kleine Vlogs von mir, wie jetzt hier von meinem eigenen kleinen Jurassic Room bekommen, aber das war's dann irgendwie auch. Und eigentlich habe ich mir darunter wesentlich mehr vorgestellt, dass da auch wesentlich mehr passiert. Jetzt kommen wir wieder in die Richtung, ja Tobi, aber jetzt machst du dann doch viel mehr persönliche Sachen. Ich werde mich jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit filmen und euch, wie gesagt, das Thema mit dem Kochen finde ich halt immer sehr bescheuert. Deswegen bringe ich es jetzt erstmal wieder an. Ich werde euch nicht immer mitnehmen, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Spiegelei in die Pfanne haue oder sowas. Aber einfach mal, wenn ich vielleicht mit dem Hund draußen bin und irgendwelche Ideen habe, aber auch zum Thema passend Jurassic Park, Jurassic World oder eben Godzilla und Co., dass es dann diese Vlogs exklusiv für Kanalmitglieder gibt, das möchte ich eben auch noch mit einfügen. Eine weitere sehr dumme Idee ist es gewesen, einen Zweitkanal aufzumachen. Der wird nicht gelöscht werden, nein, dieser Unknown Kaijuverse Twitch-Kanal, der bleibt für den Fall, dass ich hier und da mal eher live auf Twitch gehe, das könnte immer öfter jetzt passieren. Da werden dann aber andere Spiele auch mal gespielt, abseits vom gesamten Jurassic und Godzilla-Kosmos. Das heißt, ich fasse hier nochmal ganz kurz für euch alle zusammen, was sich jetzt hier am Kanal verändert. Wird. Instagram werde ich so gut wie gar nicht mehr online sein. Einfach auch für mich selbst, damit ich das Handy auch mal beiseite legen kann und nicht andauernd den Drang habe, irgendeinen Mist zu posten. Wird Instagram ein ähnliches Schicksal bekommen, wie zum Beispiel auch aktuell Discord. Auf Discord könnt ihr euch immer noch anmelden, könnt in einer gesamten Community miteinander diskutieren über bestimmte Themen. Auf Discord bekommt ihr auch immer noch aktuelle Benachrichtigungen, wenn ich ein Video hochlade oder irgendwo live bin. Auf Instagram werdet ihr erstmal gar nichts in der Hinsicht bekommen und Nachrichten werde ich eben, wie gesagt, versuchen einmal die Woche mal reinzuschauen und die auch zu beantworten. Des Weiteren werden Livestreams jetzt ganz punktuell auf den Mittwoch, auf jeden Mittwoch um 19 Uhr gepunktet. Wie gesagt, wenn irgendwas dazwischen kommt, mal wie Urlaube, vielleicht aber auch von familiäre Geburtstag oder auch von Freunden mal Geburtstagen, wird es eben auch flach fallen. Videos werden allerhöchste Priorität bekommen und auch wieder häufiger vorkommen. Das heißt, der Kanal wird einfach so ein bisschen zu dem zurückgepusht, wo er vorher mal war, bevor ich da angefangen habe, mir 1000 Sachen im Kopf zusammenzuspinnen. Und naja, jetzt dieses komische Konstrukt daraus entstanden ist, wo einfach gar nichts mehr passiert. Und hier nochmal ganz explizit an alle Gewinner des letzten Jurassic Park Trading Card Gewinnspiels. Ihr bekommt alle eure Karten, ist versprochen, ich setze mich auf jeden Fall jetzt dran, werde eure Karten sogar nochmal hier in exklusive ist auch wieder Quatsch, aber auf jeden Fall in Folien für euch einpacken, die ich mir extra besorgt habe, damit euren Karten auch nichts passiert, weil auch da habe ich mir irgendwann gedacht, wie verschickst du eigentlich so Karten? Also die kannst du ja nicht einfach in so ein Paket reinklatschen, weil die werden ja dann wahrscheinlich irgendwie verkrümmt oder ähnliches. Deswegen bekommt ihr hier alle eure Karten in so schöne Schutzfolien reingepackt. Und ich werde versuchen, dass diese Karten wirklich
dass die wirklich so gut es geht bei euch ankommen. Also werden die einmal in diese Hüllen reingepackt und dann zum anderen werde ich gucken, ob ich vielleicht noch so eine kleine Plastikbox bekomme, damit denen wirklich nichts passiert. Und jetzt zum Abschluss nochmal wirklich ein ganz großes Dankeschön an euch alle, weil ihr wirklich so übertrieben tolerant wart mit den Sachen, wenn ich Streams abgesagt habe, weil ich wieder es nicht gerissen bekommen habe, irgendwas einzuplanen, wenn ich Videos angekündigt habe und die sind dann eben nicht hochgeladen worden. Da habt ihr mir wirklich immer wieder geschrieben, Tobi, alles cool, Privates geht vor, wo ihr auch recht habt, natürlich. Dann sollte ich aber trotzdem aufhören, dauernd irgendwas anzukündigen. Und dann kommt es eben nicht. Deswegen wird das jetzt eben so ablaufen. Also Instagram ist für mich erstmal tabu. YouTube wird sich hauptsächlich nur noch um die Videos kümmern und einmal die Woche auch um einen schönen Livestream. Das sind eigentlich so die großen Änderungen, die ich euch jetzt erstmal so ein bisschen mitteilen wollte. In diesem Sinne würde ich sagen, nein, der Kanal steht nicht am Ende, wie es mir auch ein paar von euch geschrieben haben. Kann das sein, dass da irgendwas nicht stimmt? Ja, es war einfach eine dumme Planung von mir gewesen, die ich einfach nicht gebacken bekommen habe. Deswegen rudern wir einfach ein Stück zurück und fokussieren uns jetzt wieder auf das Hauptthema, nämlich Jurassic Park, Jurassic World und Godzilla. Natürlich könnt ihr mir wie immer jetzt auch eure Gedanken zu dem Video in die Kommentare unten reinschreiben. Es wird aber diesmal einfach keinen Aufruf geben, weil das eigentlich einfach nur eine Riesenentschuldigung von mir an euch ist. Und ich hoffe, ihr nehmt sie an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.